Wow. Boah. Da ist was. Da ist was, guck mal. Aha. Warum hängt denn hier ein leerer Bilderrahmen? Weiß ich nicht. Sag du es mir. Was ist das denn? Geduckt gehen, okay. Probier mal gerade alle Tasten durch, aber geht noch nicht. Okay. Wir merken uns der Wasserfall. Da 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 da. Also es ist, es spielt sich schon sehr gut, muss ich sagen. Es ist schon Wahnsinn. Hallo? Hallo? Da 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 da! Reiß dich durch das Gestein, aber sowas von. Okay. Warum? Hä? Ah, okay. Da, 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 da. Reisetipp, Drehwurf. Wenn du von Gegnern umzingelt bist und sie gerne alle gleichzeitig ausschalten würdest, dann tu folgendes. Bewege den Pro-Controller ruckartig seitwärts, um einen Drehwurf auszuführen. Deine Kopfbedeckung rotiert dann um dich herum. Passt. Passt. Okay. Nee. Ah, okay. Okay. Oh, das war nicht gut. War nicht gut. Nee. Ey, hör mal, Freundchen. Und nicht, ja. Was sind das für komische farbige Dinger? Wir gehen mal ganz kurz hier hoch. ...21 von 50. Gibt's die alle hier? Frage ich mich gerade. Sieht so doof aus, ne? Ich denke mal, kann das da auch kaputt machen? Nee. Nee. Ernsthaft? Ein 2D-Abschnitt. Hey! Wir sind ja ganz flach und irgendwie auch pixelig. Die Geräusche. Und der Sound. Nein! Oh, toll. Oh, ist das genial. Der Klassiker. Boah, wie komme ich da dran? Boah. Boah, das war gemein. Okay. Da können auch noch Münzen sein, oder? Ah, egal. Alle Münzen brauchen wir nicht unbedingt, oder?
Secret. Das sieht wie ein Secret aus. Wie doof, Mensch. Ne, echt, hier ist ein Mond? Da, 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 da. Ein Mond für dich. Hinter dem Wasserfall. Boah, ist das genial. Also das hier ist ja echt super. Dass die den Sound sogar angepasst haben, Mensch. Über den Fossilfällen. Oh. Boah. Ein Mond? Ich sehe keinen Mond, okay. Ist aber hübsch, oder? Was? Du willst meine Monde, um dein doofes altes Luftschiff zu reparieren? Geht's noch? Ich verschenke meine Monde doch nicht einfach an Dahergelaufene, schon gar nicht an Kettenhundfutter. Angriff! Oh, den Hut zerstört, das ist auch gemein. Gegen ihren Bauch, ey. Bringt das denn überhaupt irgendwas? Aha. Oh, ins Gesicht. Fantastisch. Oh, oh. Und zack. Boah. Genau so. Boah, es ist aber wütend. Uiuiui. Hua. Nein, fast. Uiuiui. So, super. Wow. Werte Lady, so bitte nicht, ja? Zu langsam. Oh. Das 3? Ein Multimond für dich. Okay. Du hast es geschafft und nun haben wir einen Multimond. Diese Kleinode besitzen die Kraft dreier Monde. Damit bekommen wir unser Schiff bestimmt von hier weg. Hm, dann schauen wir doch mal, ob wir es zum Laufen bringen können. Wirf mich auf den Globus. Ist das süß, oder? Okay. Ah ja. Die Odyssee ist funktionstüchtig und knallrot. Super. Wir haben genügend Energie, um ins Wüstenland zu reisen. Dann wollen wir mal meine kleine Schwester und Peach retten. Möchtest du ans Steuer? Ist ganz einfach. Wähle Wüstenland, drücke A und schon geht's los.
Ernsthaft. Hutland, Kaskadenland, Wüstenland. Wir gehen aber ganz kurz raus. Denn eine Sache fehlt noch. Aha, der Reiseführer. Was denn? Knackelchen. Da waren wir noch gar nicht. Machen wir gleich. Okay, ja, das Gebiet. Kaskadenland. Land der Wasserfälle und natürlichen Schätze. Aus seinem Bauch raus kommt der Wasserfall, habe ich gar nicht gesehen. Frostfälle. Dichte, keine Angabe. Begrenzt und steil ist die Topografie. Einheimische, keine Angaben. Stein, scheibenförmig ist die Währung. Ernsthaft. Industrie, keine Angabe und 29 Grad. Wie eine Riesenaxt im Boden. Jetzt nicht mehr. Versteckt sich hier ein Regenbogen? Vielleicht? Wasserfälle vom Himmel. Im Kaskadenland gibt es zahlreiche Wasserfälle, doch die Fossilfälle sind etwas ganz Besonderes. Nur wenige Naturschauspiele sind so beeindruckend wie die Millionen Liter Wasser pro Sekunde, die aus diesem riesigen Triceratops-Skelett herabdonnern. Entschuldigung. Natur im Gleichgewicht. Der langgestreckte Fels nahe der Wasserfälle steht, wie durch Zauberhand gehalten, schon seit Äonen kerzengerade da. Jetzt nicht mehr. Die den Fels eingelassenen Kuben, unbekanntes Material, geben weitere Rätsel auf. Sie sind der Grund für die Vermutung, der Fels sei vom Himmel gefallen. Einerseits ist diese Theorie schwer zu belegen, andererseits angesichts des mysteriösen Steingebildes ebenso schwer zu widerlegen. Okay. Naturmotive, Fossilien im Gestein. Wenn man sich die Steinmauern in dieser Region genauer ansieht, entdeckt man immer wieder Fossilien. Sozusagen Mosaikkunst von Mutter Natur. Die alte Mauer. Dies ist keine gewöhnliche Felswand. Die Strukturen wurden mühsam über lange Jahre hinweg von Unbekannten aus dem Stein gemeißelt. Sie besteht größtenteils aus Fossilgestein, das offensichtlich mehrfach aufgebrochen wurde. Was vermuten lässt, dass in ihr etwas versteckt wurde. Besucher sind gerne eingeladen, die Geheimnisse dieser Wand zu lüften. Haben wir geschafft. Bescheuert. Der Urzeitherrscher. Die größte Attraktion dieser Gegend sind die Dinosaurier, die hier noch leben. Viele Neugierige begeben sich freiwillig in große Gefahr, um einen Blick auf die alten Donnerechsen zu erhaschen. Der T-Rex, der gefürchtetste unter ihnen, kann mit einem Schlag einen Felsen zertrümmern. Solche Aktionen scheinen ihn aber auch sehr zu ermüden, so dass man ihn meist friedlich schlummernd antrifft. Gott sei Dank, würde ich sagen. Dieses Exemplar könnte ein Weibchen sein. Eine antike Konstruktion. Keiner weiß, warum sich hier eine an Zylindrien erinnernde Struktur findet. Chapeaus reisen oft, gut möglich also, dass sie einst hier lebten. Sie bietet Orientierung, falls man sich verläuft. Alt, aber nicht so alt wie ihre Umgebung. Das Reisen hat in drei Punkten. Die dramatischen Wasserfälle sind ein Fest für die Sinne. Bestaune Dinosaurier, die Herrscher einer längst vergangenen Ära. Und Schätze der Vergangenheit warten überall darauf, entdeckt zu werden. Crazy Cap. Das ist verrückt, oder? Listen. Ich hoffe, hier gibt es nicht so viel zu finden. Ist hier 25 Monde? Nee. Ich war schon richtig stolz auf meine gerade. Da ist doch einer da hinten. Okay, ich glaube, es sind neue Sachen erschienen, oder? Kann das sein? Ein Mond für dich, aus dem Trümmerhaufen. Okay. Oh Gott! Wo kommt die denn her? Kleine Tots. Hallo? Oh Gott, wie sieht der denn aus? Um Prinzessin Peach zu helfen, erstelle ich eine Inventarliste von den Orten, an denen sich Powermonde befinden. Stellt das Finden von Powermonden dich vor ein Rätsel? Für 50 Münzen helfe ich dir. Willst du einen Hinweis kaufen? Na, erstmal nicht. Alles klar, wir sehen uns. Was ist das denn? Onkel Amiibo, ernsthaft? Grüß dich, Jungchen, alle nennen mich Onkel Amiibo. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Entschuldige die etwas ungewöhnliche Frage, aber besitzt du Amiibo? Wenn du welche hast, setz sie ruhig ein. Sie können dir dabei helfen, übrige Powermonde zu finden. Und jetzt kommt's, je nachdem, welches du einsetzt, gibt's vielleicht sogar ein kleines
extra Kostüm für dich. Möchtest du ein Amiibo auf die Suche schicken? Ja! Halte... Okay. Ich werde mal versuchen, einfach ein paar Zelda-Amiibos aufzusetzen. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Super Mario Odyssey mal Amiibo. Wir nehmen mal einfach zuallererst den, ich weiß auch nicht, welcher bietet sich an? Ocarina of Time. Den Link aus Ocarina of Time nehmen wir einfach mal. Mal sehen, dieser Amiibo ist, genau, das ist Link. Alles klar, dann schicke ich jetzt mal Link los, um nach Hinweisen zum Monden zu suchen. Das Ganze dauert etwa 5 Minuten. Du kannst dir also so lange gerne eine Runde die Beine vertreten. Falls du draußen mal wieder nicht weiterkommen solltest, kannst du ein Amiibo einsetzen, indem du Steuerkreuz nach rechts drückst. Wunder kann ich dir keine versprechen, aber ein kleines Extra sollte da drin sein. Okay, keine Klamotten, aber Hilfe. La 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 la. Jetzt könnten hier überall neue Monde sein, oder? Theoretisch. Okay, 5 Minuten Zeit haben wir jetzt. Was ist das denn? Okay, ein Mond für dich. Kaskadenland. Tic-Tac-Turnier 1. Oh. Kann ich tauchen? Kann ich tauchen irgendwie? Oh. Hey, der Fotomodus. Okay. Wie hab ich das denn gemacht? Wie hab ich das gemacht? Ich habe irgendwie gemacht, dass Mario den Mund voll Luft gemacht hat und dadurch ist er abgetaucht, glaube ich, oder? Ah ja, okay, Steuerkreuz nach links. Okay, da wo Puppen stehen, ist das immer so eine Art Rätsel. Wo war denn jetzt der Papagei? Hier geradeaus irgendwo, okay. Da, da. La, la, la. Da, 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 da. Ich fürchte fast, Peach muss noch lange warten, Leute. Das ist nicht gut. So. Aha. Das war... Perfekt. Das ist ein bisschen schwierig, weil man... für Cappy echt weit springen muss. Moment, machen wir es mal so. Oh yeah. Da, 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 auf einem Felsvorsprung. Ich nach da oben kommen, weiß ich immer noch nicht so richtig. Nee, oder? Ich hab grad eine Idee. Oh, guck mal da vorne. Da ist er. Hallo, wer bist du denn? Hallo? Wonach suchst du denn? Ah, ich weiß, haha. Ich kann's dir nicht verraten, aber ich gebe dir einen Hinweis. Schatz war im Wasserfallbecken. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Tikuriti! Okay, guter Hinweis. Oh, nee, jetzt hab ich übersprungen. Ich hätte noch einen Tipp gegeben. Kann ich hier nicht einnehmen? Ich hab grad überlegt, denkt ihr, man kann da hochfliegen als Papagei? Aber... Glaub nicht, oder? Glaub nicht, oder? Wir gehen erstmal hier lang.
Okay, jetzt sind wir wieder hier oben drauf. Ich denke mal, da waren extra vorhin noch keine neuen Monde. Was ist das denn unten? Okay, okay, okay. Moment, erstmal hier. Was ist das denn? Katzenpeach. Okay, und hier ist irgendwas drin versteckt. Was ist das denn? Okay, warum nicht? Ey, das ist wie im ganz alten Super Mario Bros., Leute. Okay, wie komme ich nach da unten? Später, okay. Tico, Tico, Tico. Okay, oben ist nichts. War da ganz rechts was? Aha. Aha. Am Kluftaufzug vorbei. Ja, aber nochmal rein da. Wo ist nach unten, ne? Wo ist nach oben? Ja. Okay. Wie komme ich nach da unten? Okay. Ach so, ich bin doof. Okay. Okay, da hat uns da, glaube ich, jetzt irgendeinen Weg freigemacht, oder? Okay, wir gehen da. Ich sag da nichts zu. Da. Versteckte Kluftpassage. Boah, Leute, wie soll ich denn die jemals alle finden hier? 25 Stück in dem kleinen Level. Okay, das war's sie aber jetzt. Glaube ich zumindest, wahrscheinlich auch nicht, ne? Da oben ist aber nichts, oder? Guck mal da oben. Na, ich hoffe mal nicht. Okay. Total verrückt. Hinein. Reinducken. Okay. Verrückt. Bin mir nicht sicher, ob ich wirklich einen Papagei brauche dafür, weil das ist so weit oben. Na, da waren wir schon. Wobei, da könnte auch ein neuer Mond sein, oder? Man weiß ja nie. Da ist eine neue Röhre, okay, oder so. Okay, interessant. So bescheuert, ne? Okay. Dann Herausforderungen mit unseren Freunden hier, oder was?
Okay. Warum ist dann diese Ebene zwischen? Ist ja gar nicht bescheuert, ne? Ah, ein Mond. Okay. Mit dem Kettenhund ins Schwarze. Also, ich habe schon teilweise gelesen, dass das Spiel ein bisschen zu kurz sein soll. Also, wenn man jetzt direkt wegfliegt und gar keine Monde mehr hier sammelt und die ganzen Abschnitte hier nicht entdeckt, dann ist es ja kein Wunder, oder? Nur so am Rande. Also, ich finde das Wahnsinn, was wir jetzt alles noch hier finden. So nebenbei gesagt. Da sind noch Münzen, die habe ich wohl einfach übersehen. 33 von... Da war was. Wenn schon, denn schon, ne? Kommt gar nicht so weit, ne? Warum sind das Hunde? Ich verstehe es bis heute nicht. Das ist so bescheuert. Da ist aber was, guck mal. So, nochmal. Irgendeine Art Plattform oder so. Na gut, ein Trampolin. Warum nicht, ne? Oh Gott, guck mal hier. Einfach mal eine Form freigesetzt. Ich überlege gerade, wir gehen mal nach oben. Gehen wir aber hier rum, dann sparen wir uns die 2D-Wand. Wobei selbst da jetzt neue Monde sein könnten, ne? Ach, Moment, ist hier was Neues? Komisch, ne? So. Im ersten Moment dachte ich wirklich, die Strömung wäre total tödlich hier. So, ich erwarte Antworten. Es sieht auch schon ganz wissbegierig aus hier hinten. Hey, ich habe auf dich gewartet. Du hast Glück. Link ist von der Hinweissuche zurück. Okay, danke. Sei vorsichtig da draußen. Okay. Wir gehen da nochmal nach... Wo ist das denn jetzt genau? Ich wage zu behaupten, dass... Oder doch da oben drauf. Unter uns? Ist da mehrere Tunnel oder was? Ernsthaft? Okay, danke, Link. Schatz beim Wasserfallbecken, hat der Vogel auch gesagt, wisst ihr noch? Ja. Also, das ist echt Wahnsinn, oder? Liste.
11 von 25. Nicht mal die Hälfte der Sterne hier. Der Monde, meine ich. Was ich jetzt schon sagen kann im Vergleich zu Super Mario Galaxy, mir gefällt es richtig gut, dass wir nicht mehr für jeden Stern das Level neu starten müssen. Hal? Nee. Ich weiß nicht, wie ich da oben drauf kommen soll. Guck mal, das ist ja echt... Egal, wir gehen mal nach oben. Was? So. Okay, wir sind doch nur bei der Wand. Okay, dann machen wir es nochmal ganz schnell. Und die Musik, ne? So. Ist hier wirklich keiner versteckt irgendwo in der Nase, im Mund? Nee. Aha. Guck mal hier. Reisetipp: Dreisprung. Wenn du rennst und richtig hoch springen möchtest, springe dreimal hintereinander mit gutem Timing. Dein dritter Sprung in diesem Dreisprung trägt dich extra hoch hinaus, also spring mit Rhythmus im Bein. Ja, okay, wie in Super Mario Galaxy. Oh yeah! Tic-Tac-Turnier 2. Über die schwebenden Inseln. Also es ist alles ganz einfach hier bis jetzt. Das ist okay. So. Das muss ja passieren. Ey, was soll das denn? Okay, habe ich verdient. Okay, der Tod kostet Münzen. Aber ich bekomme das mit diesem... Dreh nicht so richtig hin. Okay, oder doch? So. Aber jetzt mal ganz ehrlich, wo hier jetzt noch ja, knapp 10 Sterne sein sollen, kann ich mir gar nicht vorstellen. Das war super. Hier drauf war doch ein Herz, oder? Nee, wo war das? Doch. So. Sicher, ne? Ich hab grad eine Idee. Okay. Hätte ja klappen können, ne? Okay, wir brauchen nämlich hier auf jeden Fall noch die lila Münzen. Und da vorne ist auch noch irgendwas. Quadratisches. Da. 36 von 50. So, okay, dann haben wir hier noch da oben drauf, ey, guck mal. Komischer Fels, oder? Ja.
Hm, dieser Fels ist ungewöhnlich, aber irgendwie macht er gar nichts. Die Form da unten. Kann ich ihn schieben? Hm. Klappt irgendwie nicht, oder? Oder noch nicht? Dafür ist die Form auf jeden Fall da unten. Hm. Komisch. Aber wisst ihr was? Ich würde auch sagen, wir machen hier jetzt mal zum allerersten Mal eine kleine Pause. Way! Und werden dann beim nächsten Mal, wow, wahrscheinlich, wow, zur Wüstenwelt, oh, oh, zur Wüstenwelt verreisen. Ich glaube nicht, dass es geht mit den Papageien. Egal, wir werden zur Wüstenwelt reisen und dort dann versuchen, ja, den Spuren von Prinzessin Peach und der kleinen Schwester von Happy zu folgen. Und vielleicht werden wir dann herausfinden, wie wir die beiden retten können. Ernsthaft. Oder auch noch nicht. Okay, oder auch doch. Ja gut, so geht's auch, ne? Ohne Cappy. Wie kommen wir da hoch? Hm. Wir werden es herausfinden, Leute. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuschauen bei Super Mario Galaxy und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute. Super Mario Odyssey natürlich. Tschö. Yeah.